Im Konferenzcenter Luxemburg feierte die Wirtschaftsagentur EcoPlus ihr 60-jähriges Jubiläum. Gemeinsam mit Unternehmerinnen und Unternehmern wie zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik wurden aktuelle Herausforderungen, aber auch Zukunftsperspektiven im Rahmen einer Zukunftskonferenz besprochen. 60 Jahre EcoPlus, eine Erfolgsgeschichte, wo ein Wirtschaftspark nach dem anderen entstanden sind, nämlich 16 an der Zahl mit zahlreichen Technopolen und Wissenschaftseinrichtungen, wahrlich eine Erfolgsgeschichte, weil es gelungen ist, Unternehmerinnen und Unternehmer zu begleiten und vor allem Innovation zu schaffen. Gerade Innovation ist die Grundvoraussetzung für internationale Wettbewerbsfähigkeit und mittlerweile ist Niederösterreich ein wichtiger internationaler Player. Wir versuchen wirklich Angebote zu schaffen, die direkt von den Unternehmern nachgefragt werden. Warum können wir das? Weil wir im ständigen Dialog mit den Unternehmen und den Gemeinden, das sind ja unsere Kunden, sind. Und wenn wir orten, es ist jetzt im Bereich von energieeffizienten Maßnahmen im Bau, im Bereich von Kunststoff, im Bereich von Stoffkreislauf ein Bedarf da, Unternehmern Angebote zu machen, dass sie sich dieses Themas annehmen, dann sind wir dabei. Das heißt also, wir sind im direkten Austausch und versuchen mit Know-how den Unternehmern auf ihrer Weiterentwicklung zu begleiten. EcoPlus hat immer ein Gespür dafür gehabt, was die Trends und was sind die Zukunftsthemen. Und daher werden wir uns auch in Zukunft mit diesen Themen auseinandersetzen. Ganz, ganz wichtiges Thema derzeit Digitalisierung. Und die EcoPlus baut ja gerade das Haus der Digitalisierung, das wir spätestens Anfang nächsten Jahres in Dulln fertigstellen werden, mit dem klaren Fokus auf die kleinen und mittleren Unternehmen, dass auch diese die Chancen, die die Digitalisierung bietet, bestmöglich nutzen können. Also es wird auch in Zukunft genug Aufgaben für die EcoPlus geben. Über 2600 Betriebsansiedlungen und Standortweiterentwicklungen konnten erfolgreich betreut werden. Auch im Mostviertel wurden viele Projekte dank EcoPlus möglich. Ja, ich bin schon sehr lange im Aufsichtsrat der EcoPlus und ich finde es eine sehr, sehr erfolgreiche Einrichtung des Landes Niederösterreich. Es ist eine Wirtschaftsagentur zu 100% im Eigentum des Landes. Ja, und dieses vielfältige Angebot an die Wirtschaft der EcoPlus hilft ganz einfach, den Wirtschaftsstandort voranzubringen. Ich denke da an unsere Wirtschaftsparks, wo wir einen auch im Bezirk Amstetten haben, in Ensdorf, ein trimodaler Verkehrsknotenpunkt. Da gibt es ganz wenige in Europa, wo die Donau, die Bahn und die Straße, die Autobahn aufeinander trifft. Der wurde damals gemeinsam mit Oberösterreich entwickelt, 1600 Arbeitskräfte, die dort beschäftigt sind, tolle internationale Firmen. Die EcoPlus war Geburtshelferin beim Wirtschaftspark in Kemmerton und bei vielen großen anderen Betriebsansiedlungen war die EcoPlus mit dabei. Die Technologiezentren der EcoPlus, das nächste zu Amstetten ist das Technopol in Wieselburg, aber auch die Cluster, wo sich Unternehmer zusammentun, um Zukunftsfelder gemeinsam zu erarbeiten. Der Bau- und Holzcluster zum Beispiel, auch sehr lange schon tätig, sehr erfolgreich. Der Mechatronik-Cluster und was auch ein Steckenpferd von mir ist, ist die Regionalisierung. Es gibt immer wieder Mittel auch für regional wichtige Projekte. Zum Beispiel das Mostbirnhaus in Stift Adacker. Es wurde der Stiftsgarten in Seitenstetten damit ausgebaut. Der Ibstal-Radweg oder jetzt ganz ein aktuelles Projekt ist die Remise in Amstetten. Also die wird ausgebaut zu einem Eco-Center, wo dann wieder Unternehmen Platz finden sollen. Also alles, was den Wirtschaftsstandort stärkt, dafür ist die EcoPlus verantwortlich. Professioneller Standortservice und die gezielte Projektunterstützung sind gerade heute wichtiger denn je. Dank der Wirtschaftsagentur EcoPlus wird vieles auch in Zukunft möglich.